Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir starten den neuen Vlog nicht nur mit frischen Seiten, sondern auch mal mit einem Tipp fürs Leben von meiner Seite aus. Also wenn ich euch mal was mitgeben darf, spart nicht am Klopapier. Investiert 1-2 Euro mehr und genießt den Komfort zwischen der Ritze. Ich sag's euch, steigert die Lebensqualität, dank mir später. Ich fahre jetzt nach Hause, ihr wisst es, dort wartet was auf mich, was Wildes, ganz genau, Döner wegwartet. Hey Leute, bevor ich mir jetzt Döner weg in die Fresse werfe, haben wir noch für die Mannschaft Massageguns besorgt. Morgen lange Fahrt, wir müssen frische Beine haben. Ja, Futter. Ich hole erstmal ein Messer. Und außerdem müssen die ihre Klappe essen. Hoho! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die ersten 6 sind da. Wichtig für morgen, kann man ein paar Spielern in die Hand geben. Schon mal reingehen. Aktivieren. Beine aktivieren. Und dann sind wir direkt von Minute 1 auf Sendung. Also, Gymtastic, vielen lieben Dank. Ihr seid die Wildsten. Da sind wir wieder. Dönerwerk, Spieltag, erster Spieltag, Saison beginnt. Wir sind gut ausgestattet. Wir knallen uns alles jetzt in Helm rein. Hast du heute noch was bekommen? Ja, zeig mal. Was hast du denn bekommen? Erstmal wird jetzt gecheckt, ob das nice ist. Ich würde sagen, wir gehen da mal rein. Chili-Cheese-Soße. Pizza-Brötchen. Oh. Ich glaube das gleiche. Pizza-Brötchen, the same. Abchecken, Leute. Hingehen. Hello. Warte mal. Ich sag nichts. Du solltest vielleicht auch noch nichts sagen, oder? Ich sag auch nichts. Guck mal die Pizza an. Ich habe eigentlich sie etwas anders bestellt. Aber warum sie so gekommen ist, erfahrt ihr. Warum sie so gekommen ist, erfahrt ihr nächste Woche. Es gibt was Wildes. Ich sag's euch. Vor allem an alle Flensburger. Setzt euch einen Helm auf. Weiter geht's. Für wen ist es wohl? So, Freunde, wir lassen uns das jetzt schmecken. Ich lasse es gleich nochmal ordentlich schmatzen in der Kamera. Und dann geht es zeitig ins Bett, denn 5.45 Uhr, Treffpunkt am Stadion, 6 Uhr, Abfahrt. Mit einem Tag vorher war nichts, aber kack drauf, es hilft doch nichts. Wir machen das Beste raus. Vamos. Was bisher geschah? Dann geht's Jung! Er hat auch gewunken! So ein krankes Ding, ne? So ein krankes Ding! Leute, so ein krankes Ding. Seid gespannt. Jetzt holen wir erstmal die ersten 3 Punkte und nächste Woche gibt's neue News. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Es ist 5.30 Uhr. Ich packe hier fleißig meine Sachen und ich würde sagen, wir sind bereit. Erster Spieltag der Saison steht an. Nicht meine Zeit, ich bin die pure Motivation, wie ihr seht, aber nützt alles nichts. Massagepistole rein, Energy Gel rein, Regel rein, Kopfhörer rein, Powerade rein, Red Bull rein, Vipunsen rein, iPad rein, Ladekabel rein, denn ihr wisst es, wir haben 800 Kilometer vor der Brust. Also ich packe jetzt alles und dann ciao. Guten Morgen, liebe Sorgen. Auf geht die wilde Fahrt. Wir sind pünktlich wie eine 1. Perfekt für diese Uhrzeit. Ich bin bereit. Erst Schwierigkeiter senden. Überraschungstüte, sage ich jetzt mal, noch nie gegen gespielt. Ich habe gehört, ich habe gelesen, da wird ein bisschen was los sein heute. Mal gucken. Ähnlich wie bei uns in Hildesheim damals, Euphorie ist sehr groß. Von daher müssen wir Gas geben. Aber wenn wir das alles auf den Rasen bekommen, was wir eigentlich können, sollten wir das schaffen. Und selbstbewusst können wir reingehen, letzten beiden Spiele gewonnen. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg. Und dann, vamos, let's. Weiche! Da sind wir. Platz ist super, Stadion ist super. Ich gehe jetzt in die Kabine und mache mich ready. Ladies and gentlemen, it's match day. Linke Seite, Schürrle treibt den Ball in die Mitte, legt auf Götze, Götze schießt. Thank you.
Tag 2-0 gewonnen. Ich habe getroffen, von daher bin ich sehr, sehr zufrieden. War eine lange Anfahrt, von daher sind wir aber relativ gut reingekommen, das war wichtig. Und der erste Spieltag ist immer ein bisschen Lotterie. Man weiß nicht, was der Gegner macht, wie weit man selber ist. Von daher sind wir sehr zufrieden, die 0 steht. Weitermachen. Schnauze voll! Ja, was ist mit der Scheibe, Junge? Kann doch nicht sein. Digga, das Ding ist, man, ich will das sehen. Wenn ich jetzt fahre und ich sehe nichts, ist Skandal. Ist das von innen? Mach mal Dings an. Freunde. 10:30 endlich mal zu Hause. Ich sage euch mit Herz, ich bin so froh, dass diese Fahrt weg ist. Krankes Ding. 5:30 los, 22:30 zu Hause. Jetzt wird sich nur noch was reingeschrotet und dann wird nichts mehr gemacht. Analyse von Katapult machen wir morgen ganz in Ruhe, morgen früh, wenn man erstmal wieder klarkommt. Aber ich sag euch, wie es ist, dieser Sieg war sehr wichtig. Unangenehmer Gegner, haben gut reingekloppt, ging zur Sache. Ich glaube, das ist so eine Mannschaft, die arbeitet im Fußball. Aber egal, erstes Spiel, 3 Punkte, mehr gibt's nicht, Tor gemacht, wir sind zufrieden. Hat sich die ganze Tour gelohnt, oder? Hat sich echt gelohnt. Und wohin fahren wir jetzt? Vielleicht wird es auch zum Ritual. Das Ding ist 22.35 Uhr. Wo soll man jetzt sonst noch hin? Und wir haben so Hunger. Wow, heute werden die 44 Euro getoppt. Auf gar keinen Fall. Meinst du, er blendet da drüben eigentlich gerade? Nicht. 90 Jahre alt, kann nicht mehr gucken. Ich sag's euch, wie es ist. Jupp. Fängt es an zu regnen, oder was? Geil. Meckes in die Fresse rein. Und dann werde ich nichts mehr machen. Soll ich pennen gehen? Warte noch mal kurz. Guck mal. Gute Nacht. Glocke wird auslaufen, gehört genauso dazu, Leute. Nackige 10 Kilometer, ganz entspannt. So, wir sind wieder zu Hause. Recovery done. Wichtige Sache. 9,5 Kilometer waren es am Ende. Ich bin zufrieden. Und jetzt gibt es noch die Analyse von gestern. Wir gehen rein. Was haben wir hier? Kickers Emden 2-0 gewonnen, 12,3 Kilometer gemacht, Sprintdistanz erhöht und wieder Schneckensaft getrunken. Aber egal, wir gehen mal auf alle Sitzungen. Ich zeige euch nur mal einen Vergleich zur Vorwoche. Da seht ihr schon, Sprintdistanz rechts eingebildet, ist ein bisschen mehr Power, ist ein bisschen mehr. Das heißt, das Spiel gestern war ein bisschen intensiver. Distanz wieder sehr, sehr ähnlich, nur wie gesagt, km/h. Ausbaufähig. Aber ich muss echt sagen, im Zentrum, wo ich spiele, habe ich nicht so viele Laufduelle, nicht so viele Sprintduelle. Da bin ich eher im Querlaufen. Wir gehen auf die Einzelheiten. Wir gehen nochmal nach unten auf die Heatmap. So, wir gehen runter. Gehen wir die Heatmap, erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Eigentlich fehlt da der Punkt, obwohl. Ja, vielleicht ist er das hier. Erste Halbzeit, der Punkt ganz vorne, wo ich mein Tor gemacht habe. Wichtig, erste Spiel getroffen. Ganz, ganz wichtig. Und ja, Kraft haben wir wieder erhöht auf 78, habe ich eben schon gesagt. Regionalliga ist dann doch ein bisschen intensiver. Ihr seht es hier nochmal, wie intensiv meine Läufe in welchem Bereich waren. Und dann haben wir noch zum Schluss Topspeed. Eigentlich brauche ich da nicht aufklicken. Ihr seht es, 27,7 ist zu wenig. Aber wie gesagt, Sprintduelle habe ich nicht so viele drin. Das war's von der Analyse. Nächsten Samstag geht's weiter. Wird ein ähnliches Spiel gegen Bremer SV. Müssen wir wieder dagegen halten. Jedes Spiel ist wichtig. Brauchen die nächsten 3 Punkte. Ihr kennt das Spiel. Gerne Like da lassen, Kommentar da lassen, Glocke aktivieren. Ihr wisst es, kostet alles nichts. Und ich wäre darüber sehr, sehr, sehr dankbar. Also, reingehauen. Bis nächste Woche. Und nächste Woche gibt's was Cooles. Was sehr Cooles. Was sehr Cooles. Oh wow. Also, reingehauen.